herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich wieder mal mit euch, mit dem Team von Alpha 1 in Kontakt treten kann, was ja gar nicht so einfach ist. Trotzdem Ja zum Leben sagen, das ist das Thema, das ich mit euch heute besprechen möchte. Ein Satz von Viktor Frankl, der große Psychotherapeut aus Österreich, der Konzentrationslager überlebt hat, der schwere Zeiten überlebt hat und trotzdem gesagt hat, Ja zum Leben sagen. Ich hatte das Glück, diesen großen Mann persönlich in Vorträgen und nach Vorträgen kennenlernen zu dürfen und habe auch andere Menschen kennengelernt, wie zum Beispiel Marco Feingold, der mit 106 Jahren gestorben ist und 4 Konzentrationslager überlebt hat. Das heißt, diese Menschen haben wirklich ganz besonders schwere Zeiten hinter sich gehabt. Und wenn wir heute jammern und sagen, Corona und die Pandemie und der Lockdown sind schwierig, dann ja, das stimmt. Aber im Vergleich dazu ist es, wie der Ostbahnkurti sagen würde, ein Lerchenschaß. Ich bin der Thomas Nagy und ich habe zunächst an der Wirtschaftsuniversität Marketing und Werbung studiert. Dann habe ich den Master in systemischen Konstruktivismus dieser psychosozialen Kurzzeittherapie gemacht und zuletzt Gesundheitswissenschaften mit den Schwerpunkten soziale Kompetenzen, Tiefenpsychologie und Komplementärmedizin gemacht. Und das, was alle verbindet, ist die Kommunikation. Das bedeutet nicht nur darüber zu reden, sondern vor allem teilen, mitteilen, gemeinsam machen. Und ich lade euch ein, mit mir heute gemeinsam über dieses Thema nachzudenken. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Josef Joki Kirschner, der die Sendung Tritschtratsch gegründet und moderiert hat. Der hat für eine Bank den Werbeslogan gesetzt und erfunden, Geld macht glücklich, wenn man rechtzeitig darauf schaut, dass man es hat, wenn man es braucht. Jetzt stellt sich die Frage, macht Geld wirklich glücklich oder ist das eine der Sorgen, die wir in Zeiten wie diesen haben? Was ist nach dem Lockdown? Wird es eine Wirtschaftskrise geben? Ist das Geld verloren? Wie geht man mit dem Thema und mit dieser Angst um? Das beschäftigt wirklich viele Leute, aber überlegt, was ist denn Geld? Geld war früher Gold und dann Silber, weil es billiger war und ein Massenzahlungsmittel war. Dann hat man Geldscheine gedruckt und der Gegenwert in den Tresoren waren die Goldreserven. Heute sind das einfach nur virtuelle Kommastellen und Nullen. Das heißt, die Angst ist natürlich begründet, dass das Geld nichts mehr wert ist, beziehungsweise dass es entwertet wird. Aber wir haben schon die Zeit, wo es Kryptowährungen gibt, wo ein Bitcoin einen Wert am Anfang von einem Dollar hatte und jetzt 41.000 Dollar. Das ist absurd. Woher soll denn das Geld kommen? Wie kann man das einlösen? Also Geld ist eine Illusion und man weiß, man kann sich am Ende seines Lebens nichts davon mitnehmen. Wenn Geld nur eine Illusion ist, dann stellt sich die Frage, was ist Geld und Gold dann wirklich? Da geht es um Zuschreibungen, es geht um Macht, es geht um Anerkennung, es geht um Möglichkeiten. Es geht darum, Energie zu haben und um zwei ganz wesentliche Dinge, Unabhängigkeit und Freiheit. Es gibt da einen Satz, der sagt, 2/3 seines Lebens arbeiten die Menschen wie wild und setzen ihre Gesundheit aufs Spiel, damit sie am Ende das verdiente Geld dafür einsetzen, ihre Gesundheit, die sie verloren haben, wieder zu erlangen. Wir denken nicht an Gesundheit normalerweise, das ist so selbstverständlich. Nur wenn wir sie nicht mehr haben, wenn sie gefährdet ist, dann ist sie plötzlich besonders wertvoll. Und ich denke, der große Vorteil von Alpha-1-Patienten und ihren Angehörigen ist es, dass ihr euch in einem größeren Ausmaß Gedanken über den Wert der Gesundheit macht wie andere Leute. Und das ist schon ein großer Vorteil im Vergleich zu anderen. Ich habe kürzlich eines von den vielen Videos zugeschickt bekommen, die ihr wahrscheinlich auch bekommt. Da fragt eine Frau einen Mann, trinkst du Bier? Und er sagt, ja, wie viel trinkst denn du so pro Tag? Sagt er, naja, so 3. Sagt sie, Moment einmal, wenn man das hochrechnet, sind das
10 Euro pro Tag. Und wenn man das aufs Jahr rechnet, sind das 3.665 Euro pro Jahr. Und in 10 Jahren sind das 36.000 und in 20 Jahren sind das 73.000 Euro. Da könntest du ja schon eine Luxusjacht finanzieren. Daraufhin fragt der Mann, trinkst du Bier? Sagt sie, nein, ich trinke kein Bier. Wo sind deine 73.000 Euro? Ihr merkt, man erspart sich diese Dinge nicht und man muss fürs Leben Geld ausgeben. Man sagt ja, man muss das Geld beim Fenster hinauswerfen, damit es bei der Tür wieder hereinkommt. Und damit ist gemeint, mit der Energie arbeiten. Horten macht keinen Sinn. Loswerden und damit arbeiten. Das ist sinnvoll. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, was hat es mit Geld zu tun und mit dem Thema, dann habt ihr recht. Es geht nicht um Geld, es geht um die Energie. Und es geht darum, dass wir so viele Dinge in unserem Leben horten. Wir tragen alle einen Rucksack am Buckel, in dem wir enorm viele Sachen reingeben, die uns belasten. Da ist einmal die Arbeit, dann ist die Familie, dann ist die Politik, dann ist die Gesundheit, dann ist der Lockdown. Eine Fülle von Sorgen, die wir mit uns schleppen und unter denen wir leiden und oftmals zusammenbrechen, weil es zu schwer ist. Doch jedes Ding für sich ist neutral. Wir sind es, die den Dingen Bedeutung zukommen lassen. Es liegt an uns, unsere Tragödien zu bilden, aber gleichzeitig auch unsere Lösungen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie meint der das, dann möchte ich euch eine Geschichte erzählen von zwei Mitarbeiterinnen, die in einer Backfiliale in einem Bahnhof arbeiten. Ihr kennt diese Filialen, die so in exponierten Stellen, wo viele Leute vorbeiziehen, stationiert sind. Und die eine Mitarbeiterin beklagt sich und sagt, das ist der schrecklichste Job, den ich jemals hatte. Es ist laut, es ist zugig, es kommen Horden von Menschen, die wollen gleichzeitig etwas haben, sprechen verschiedene Sprachen, ich bin fix und fertig, ich halte das nicht mehr aus. Die andere wiederum sagt, das ist der tollste Job, den es gibt auf dieser Welt. Denn da ist immer was los. Da merke ich gar nicht, dass es nur künstliches Licht ist. Die Leute kommen so stoßweise, dann kann ich wieder was herrichten und mich erholen. Dann sind sie wieder da. Sie reden Englisch. Ich kann meine Fremdsprachenkenntnisse üben. Und der Tag vergeht so schnell. Und ich bin so zufrieden mit diesem Job. Das ist der herrlichste Job, den es gibt. Wer von den beiden hat recht? Nun, ich würde sagen, beide. Auf ihre Art und Weise. Jede konstruiert sich ihre Wirklichkeit, so wie es ihr gerade gefällt. Für die eine ist es eine Tragödie, für die andere ist es der schönste Job der Welt. Jeder ist seines Glückes Schmied und dazu fällt mir ein Gleichmutsgebet ein. Das wird Indianern zugeschrieben, aber das ist von einem amerikanischen Theologen, der hat gemeint, Gott gebe mir den Gleichmut, die Dinge, die ich nicht ändern kann, hinzunehmen, den Mut, Dinge, die ich ändern kann, zu verändern und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Nun, es liegt an uns, mit den Dingen des Alltags, mit den Belastungen, mit den Schwierigkeiten, mit der politischen Situation, mit Corona, mit Krankheiten, mit Ängsten, mit Gesundheiten umzugehen. Lassen wir uns davon gefangen nehmen oder sind wir Teil der Lösung? Mein Grundprinzip ist es, ich bin Teil der Lösung. Dadurch kann ich auch aktiv gestalten. Denkt vielleicht jetzt kurz darüber nach. Was könnt ihr in eurem Leben nicht ändern? Was könnt ihr ändern? Und wie geht ihr damit um, Dinge nicht ändern zu können und trotzdem gut damit zu leben? Nehmt euch die Zeit, schreibt euch vielleicht die Fragen auf, setzt euch irgendwo in eine stille Ecke und denkt darüber nach. Vielleicht kommen dann die Antworten auf euch zu. Vor einigen Jahren habe ich eine Biografie über Kardinal König, diesen großen österreichischen Kardinal, geschrieben und
den haben drei zentrale Fragen beschäftigt. Wer bin ich? Woher komme ich? Und wohin gehe ich? Das sind ganz wichtige Fragen und Angelus Sibelius hat ein Gedicht geschrieben. Ich bin, ich weiß nicht wer, ich komme, ich weiß nicht woher, ich gehe, ich weiß nicht wohin, mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Und weil ich schon beim Zitieren bin, möchte ich Don Bosco zitieren. Der hat gemeint, das Geheimnis des Lebens sei ganz einfach, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Was ist damit gemeint? Wir sind umringt von Spatzen und ihr kennt das Gezwitschere dieser Spatzen. Gerade in schwierigen Zeiten schnattern alle durcheinander. Wer ist denn deppert? Wer macht etwas falsch? Welcher Impfstoff ist gefährlich? Wir kennen uns nicht mehr aus. Alles schnattert und zwitschert durcheinander. In unserem Kopf ist schon ein riesiges Durcheinander. Denkt's einfach drüber nach, was seid ihr, was wollt ihr, was wollt ihr hören, was ist eure Meinung, bildet euch eure eigene Meinung, die ist genauso richtig und falsch wie die der Großen, denn in Zeiten wie diesen kennt sich keiner aus, alle suchen nach Antworten, aber lasst euch nicht durcheinander bringen von dem Geschnattere und Gepfeife der Spatzen, sondern tut Gutes und bleibt fröhlich, trotzdem Ja zum Leben sagen. Ihr kennt sicher das Lied von STS, vom Großvater. Da ist diese Textzeile, die sagt, eine Meinung haben, dahinter stehen. Erinnert ihr euch noch an Bruno Kreisky und seinen berühmten Stehsatz, ich bin der Meinung? Es war eine Zeit, da hatten Politiker noch Meinungen. Heute gibt es die Meinungsforschung, die erforscht, welche Meinung sollen Politiker überhaupt haben? Was ist denn opportun? Was ist denn mehrheitsfähig? Und die Politiker haben gar keine Meinung, sondern sie passen sich den Mehrheitsverhältnissen an. Das ist scheinbar eine gute Strategie, weil man da die meisten Menschen gewinnt. Auf der anderen Seite ist es eine sehr gefährliche Strategie. Warum? Weil alles, was neu ist, stößt auf Widerstand. Denkt nur an die Impfung. Die Ängste, die mit den Impfungen verbunden sind. Wir wissen nicht, auf lange Sicht betrachtet, welche Folgen die hat. Ist es wirklich das Wundermittel? Verändert das unsere Gesundheit? Gibt es Nachteile? Gibt es Vorteile? Darum gibt es auch so viele Impfskeptiker und Impfgegner. Alles, was neu ist, stößt auf Widerstand. Und wenn ein Politiker eine Vision, eine neue, gute Idee hat, dann wird auch die auf Widerstand stoßen. Und davor haben die Politiker Angst, denn sie wollen ja wiedergewählt werden. Und deshalb ist die Meinungsforschung eigentlich der große Verhinderer von Veränderungen in unserer Gesellschaft. Es liegt aber an euch, euch eine Meinung zu bilden über die Dinge und mit dieser für euch sicheren und vernünftigen Meinung durchs Leben zu gehen. Aber nicht dogmatisch dran festzuhalten, sondern dann, wenn es eine neue Erkenntnis gibt, die Meinung auch zu verändern. Es war Winston Churchill, nein, es war Adenauer, der gesagt hat, niemand hindert mich daran, täglich klüger zu werden. Niemand hindert euch daran, täglich gescheiter zu werden. Eine Meinung zu haben bedeutet aber auch Eigenverantwortung übernehmen. Ihr seid für euer Leben eigenverantwortlich und ihr müsst euch überlegen, was will ich, was brauche ich, was tut mir gut. Es geht doch nur darum, dass ihr Dinge macht, die euch gut tun. Und dabei ist gesunder Egoismus durchaus eine gesunde Sache. Der Dalai Lama hat gesagt, er wünscht sich gesunde Egoisten, die Gutes tun für andere, damit ihnen selber Gutes retour kommt. Also seid gesunde Egoisten, tut Gutes, damit ihr es auch besser habt. Ihr kennt es sicher aus Interviews mit Sportlern, die vom Flow sprechen. Was ist der Flow?
Der Flow ist eine ganz einfache Sache. Es kommt auf zwei Dinge an. Das eine ist, wenn ihr euch so eine Achse vorstellt, die Herausforderungen, die zunehmen. Und auf der anderen Seite, unten, die Fähigkeiten. Und dann, wenn ich für jede Herausforderung eine Fähigkeit habe, ergibt sich in der Diagonale das Optimum, dass ich auf jede Situation vorbereitet bin. Und diese Formkurve, die da in der Mitte ist, dieser Streifen, das nennt sich Flow. Wenn die Herausforderungen größer sind als meine Fähigkeiten, bin ich überfordert und permanente Überforderung führt zum Burnout. Wenn ich unterfordert bin, wenn ich nichts zu tun habe, so wie die armen Schüler, kann ich nur sagen, in den Schulen derzeit durch den Lockdown bzw. den Teilunterricht, dann sind sie unterfordert. Und Unterforderung hat ähnliche Symptome wie ein Burnout. Ein Burnout ist, dass man ausbrennt, weil man überlastet ist. Ein Bore-out ist, dass man ausbrennt, weil man unterfordert ist. Darauf kommt es an. Das heißt, schaut, dass ihr in Balance seid, dass ihr in eurer Mitte seid. Und Balance bedeutet nicht steif und starr in der Mitte sein, sondern austarieren. Wackeln wie ein Seiltänzer mit einer großen Stange. Dafür seid ihr verantwortlich. Es liegt in euren Händen. Ihr tragt die Stange in euren Händen. Ein sehr guter Freund von mir ist der Felix Gottwald, der mehrfache Olympiasieger in der nordischen Kombination. Und der hat mit mir oft geredet über Erfolg. Und er sagt, Erfolg ist nicht, als Erster durchs Ziel zu gehen oder oben auf der Treppe zu stehen bei der Siegerehrung. Es ist auch nicht der Erfolg, wenn man die Goldmedaille umgehängt bekommt oder aus unerfindlichen Gründen hineinbeißt in diese Medaille, sondern Erfolg ist immer die Folge von etwas. Wovon ist es die Folge? Nun, vom Training, vom Talent, vom Mut, den man aufbringen muss, aber auch von der Disziplin, von der Fähigkeit, auf vieles zu verzichten und sich wirklich zu quälen, damit der Muskel und die Kraft und die Technik und die Ausdauer wachsen können. Das liegt in der Eigenverantwortung eines jeden. Und da gibt es eine Formel, was Erfolg ist. Das besteht aus drei Teilen. Erfolg ist Können plus Wollen plus Dürfen. Ich muss das Können haben, ich muss die Voraussetzungen haben. Ich kann mit Sicherheit nicht, wenn ich 1,50 Meter groß bin, 2,20 Meter überspringen. Das bringe ich nicht zusammen. Ich brauche dieses Können, dieses Talent, diese göttliche Gnade. Ich brauche aber auch den Willen. Es gibt so viele Menschen, die hätten die wunderbaren Voraussetzungen für große Leistungen, sie sind aber faule Hunde. Und sie quälen sich nicht. Das heißt, man muss schon etwas tun. Und das Schlimmste ist, wenn jemand kann und will, aber nicht darf. In Betrieben hört man das leider Gottes so oft. Sie sind nicht zum Denken da, sondern zum Arbeiten. Das demotiviert, das frustriert. Dieses Dürfen ist so wichtig. Dieses Erlauben. Unsere Fähigkeiten ausbreiten und das macht glücklich. Es sind aber nicht immer die anderen Menschen, die uns die Dinge nicht erlauben. Wir sind ganz besonders streng zu uns. Wir erlauben uns viele Dinge nicht. Unsere inneren Glaubenssätze, die wir irgendwann einmal gebildet haben, verhindern es. Du bist zu deppert, du kannst es nicht. Eine Frau muss viel mehr leisten als ein Mann. Ich bin zu klein, ich bin zu groß, zu dick, zu schier. Das sind alles Glaubenssätze, die uns daran hindern, unsere Potenziale zu entwickeln, zu stärken und bei uns selber anzukommen. Es ist so wichtig, diese Glaubenssätze zu verändern und zu sehen, alles ist möglich, wenn wir es wollen und wenn wir realistisch darüber nachdenken. Dazu ist es natürlich wichtig, dass wir öfters über unseren eigenen Schatten springen. Mir fällt dazu der Lucky Luke ein,
die Zeichentrickfigur, die schneller schießen kann als sein eigener Schatten. Das heißt, den eigenen Schweinehund überwinden, den eigenen Schatten, der immer mit einem da ist, hinter sich lassen und nach vorblicken und zeigen, ja, ich kann es, ich will es und ich kämpfe dafür, dass ich es auch darf. Und wenn es mir nicht erlaubt ist, dann muss ich was ändern. Entweder an mir oder an den Umgebungen. Bevor die Umgebung uns kaputt macht, ist es doch gescheiter, diese schlechte Umgebung zu verlassen und etwas anderes zu tun. Und ich erfahre immer wieder, dass Menschen, die Angst haben vor Kündigungen, dass sie selbst gekündigt werden oder selber gehen, dass Menschen, die Angst davor haben, danach erst das Erlebnis haben, dass es ihnen viel besser geht. Denk darüber nach, über einen wichtigen Satz, den der Ödön von Horváth geprägt hat. Eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich so selten dazu. Eigentlich täte ich gern was anders, nur traue ich mich nicht. Überlegt, was ist denn euer eigentliches Thema? Was steckt tief in euch drinnen? Der Arik Brauer hat ein Lied geschrieben darüber in einem Musical, das tapfere Schneiderlein heißt, dass alles, was in mir steckt, verkommt, wird nicht lebendig. Was steckt in euch drinnen? Das müsst ihr wissen, das müsst ihr definieren und dann braucht ihr den Mut, daran etwas zu ändern. Der Erich Kästner, der Autor von Emil und die Detektiven, Doppelte Lottchen und so weiter, hat einen starken Satz gesagt. Er hat gesagt, das Leben sei lebensgefährlich. Und das stimmt. Wir fürchten uns zu Tode vor all diesen Dingen. Wisst ihr, dass es ungefähr 200 Erkältungsviren gibt, die gleichzeitig zum Coronavirus um uns herum sind? Dass es Millionen Bakterien gibt, die gefährlich sind? All das kann uns erwischen und wir fokussieren uns auf ein einziges Virus und fürchten uns zu Tode davor. Ich will das nicht leugnen, dass das sehr gefährlich ist, aber die Gefahren sind rundherum noch viel, viel größer. Deshalb zu Tode gefürchtet bedeutet, dass man das Leben an sich vorbeigehen lässt. Und das Leben ist natürlich eine Beanspruchung. Wenn ihr nichts machen würdet, den ganzen Tag, seid ihr am Abend genauso müde. Leben bedeutet Beanspruchung für den Körper. Und das nennt man auch Alterung durch die Beanspruchung. Indem ich aber aktiv etwas tue, kann ich meine Muskeln stärken und etwas dagegen tun. Aber wenn ich nichts tue, geht's noch rasanter. Entscheidend ist, dass diese Beanspruchung keine Belastung ist und schon gar nicht eine Dauerbelastung. Ich habe schon gesagt, Dauerbelastung, Dauerstress führt zu Burnout. Und wenn ich die ganze Zeit nachdenke über eine Beanspruchung, über eine Belastung, über Dauerbelastung, wie zum Beispiel eine Krankheit, wenn ihr die ganze Zeit glaubt, dass ihr die Krankheit seid und als Ganzes krank seid, dann ist es ein enormer Stress für euren Körper. Und das ist auch in der Corona-Zeit das große Problem. Durch die Angstmache der Politiker auf der ganzen Welt haben die Menschen in der überwiegenden Zahl Dauerstress, Dauerangst und das sorgt dafür, dass das Immunsystem deutlich geschwächt wird. Das heißt, ich kann auf Einflüsse über Viren, die auf uns einwirken, schlechter reagieren, mein Immunsystem ist schwächer und ich bin gefährdeter. Denkt darüber nach. Je freier, je autonomer ihr lebt, umso stärker und besser ist das Immunsystem. Ihr müsst nur überlegen, was sind eure Stressoren und Stress ist durchaus was Positives. Stress braucht man, um Antrieb zu haben. Aggression bedeutet auf etwas zugehen. Ein Sportler ohne Aggression kann sich ja gar nicht mehr kraftvoll aus dem Starthaus beim Skifahren hinausstoßen. Das heißt, es ist wichtig, dass man Aggressionen hat, es ist wichtig, dass man positiven Stress hat, aber wichtig ist genauso, dass der Stresspegel nicht permanent hoch ist, dass nach der Anspannung die Entspannung kommt. Wenn ihr jeden Tag schwer arbeitet, die Muskeln beansprucht, dann kann der Muskel nicht wachsen, dann wird er
wird er immer schwächer. Wenn ihr aber Erholungspausen habt, einen Tag Muskeltraining, einen Tag Entspannung, dann kann das wachsen und genauso unser Gehirn, unser Kopf. Anspannung und Entspannung sind wichtig. Entspannung findet ihr bei der Meditation, bei Qigong, bei Tai Chi, bei Yoga. Ihr findet das aber auch in der Bewegung. In der Bewegung an der frischen Luft. Immer Ausgleich suchen und für Ausgleich sorgen. Und ihr werdet sehen, es wird euch besser gehen. Der schon erwähnte Kardinal König meinte, es sei keine Schande, hinzufallen, zu straucheln. Man müsse aber wieder aufstehen. Fehler, Niederlagen sind wichtig, um zu lernen. Es ist nicht so, dass jeder fehlerfrei ist. Es gibt das Perfekte in unserer Welt nicht. Deshalb habt keine Angst, hinzufallen. Wichtig ist, einmal öfter aufzustehen, als hinzufallen. Trotzdem Ja zum Leben sagen, hat Viktor Frankl gesagt und der schon erwähnte Marco Feingold hat 4 Konzentrationslager überlebt und er hat mir erzählt, dass er schon in einem Vernichtungswaggon war, aneinandergepfercht, ganz, ganz eng aneinandergepfercht. Und ich stelle mir vor, in so einer Situation denken viele Leute um Gottes Willen, die letzte Stunde hat geschlagen und sind taub für die ganze Umgebung, aber er war hellhörig und er hörte, wie draußen irgendeiner schrie, wir brauchen Maurer, ist jemand ein Maurer unter euch? Und er, ich glaube, er war Schneider, er hat zu schreien angefangen, ja, ja, ich bin ein Maurer, ich bin Maurer, ist nach oben gekraxelt, über die Köpfe der anderen Gefangenen hin zum Ausgang, hat sich herausfallen lassen und kam in die Abteilung mit Maurer, wo kein einziger ein Maurer war. Das, was die Leute ausgezeichnet hat, war der Wille zum Leben. Das ist wichtig. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein israelisch-amerikanischer Psychologe hat die Salutogenese erforscht in den 70er Jahren. Er hat mit Frauen gearbeitet, die das Konzentrationslager überlebt haben und dann in den 70er Jahren in die Wechseljahre, in die Menopause gekommen sind. Und er hat festgestellt, dass 76% der Frauen schwerst beschädigt waren, aber 24%, wie durch ein Wunder, gesund und normal, trotz dieser schrecklichen Erfahrungen, leben konnten. Und er hat sich nicht mit der Mehrheit auseinandergesetzt, sondern mit den 24%, um herauszufinden, warum sind die gesund geblieben. Und daraus hat er das sogenannte Kohärenzgefühl, dass alles zusammenpasst bei den Menschen, entwickelt und das besteht aus 3 wesentlichen Punkten. Die Menschen, die Frauen, kannten die Zusammenhänge. Sie haben erkannt, dass sie Ressourcen haben und sie haben einen Sinn gefunden. Was bedeutet das? Wichtig in Zeiten wie diesen ist es, zu wissen, worum es geht. Und das ist so schwierig, denn die Politik, die Fachleute, die wissen viel zu wenig über das Coronavirus. Wir wissen nicht, was da wirklich noch auf uns zukommt und was dahinter steckt. Die Unsicherheit macht uns total unsicher und schwach. Das Zweite ist, Ressourcen stärken, etwas aktiv dafür tun können. Das ist der Grund, warum die Masken so eine wesentliche Bedeutung haben, weil wir können uns und andere mit der Maske schützen. In welchem Umfang ist die eine Sache, aber wir haben es in unseren Händen bzw. vor unserem Gesicht und sind der Sache nicht hilflos ausgeliefert. Und das Dritte ist, wo liegt der Sinn der ganzen Sache? Das ist schwer zu beantworten und jeder von euch sollte es für sich selber beantworten. Ich habe es Antworten gehört, der Sinn liegt in der Entschleunigung, mehr Zeit füreinander zu haben, mehr Zeit für sich selber zu haben, über den Wert des Lebens, über den Wert der Gesundheit nachzudenken. Das sind verschiedene Möglichkeiten. Aber diese 3 Dinge sind die Grundlagen dafür, dass wir trotzdem Ja zum Leben sagen. Nein, es ist nicht der Bundeskanzler, es ist nicht der Innenminister und schon gar nicht der Finanzminister, die für unsere Tragödien zuständig sind. Wir selber
schaffen uns Himmel und Hölle. Es liegt an uns, wie wir die Dinge bewerten. Es liegt an uns, mit welchem Fuß wir am Morgen aufstehen. Es liegt an uns, nach außen zu blicken und zu sagen, scheiß Wetter oder oh, es schneit Ende März. Es regnet im April. Wie heißt es? Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Und wie wir uns anziehen, ob wir uns warm oder kalt anziehen, das liegt an uns. Der Glaube versetzt Berge. Stimmt das? Das wollten Psychologen wissen und haben herausgefunden, dass Menschen, die Glauben besitzen, egal woran sie glauben, weniger krank sind, weniger in Krankenhäusern sind und bis zu 5 Jahre länger leben. Es liegt am Glauben, an der Hoffnung und, denke ich, auch an der Liebe, dass wir glücklicher leben, dass wir gesünder leben. Deshalb sollten wir den Glauben nicht verlieren und im Zweifelsfall daran denken, dass wir den Himmel auf Erden in der Gegenwart haben und dass wir uns dieses Leben, dieses kostbare Leben, diese Restlebenszeit, die wir haben, nicht durch Dummheiten verscherzen lassen. Ihr kennt es vielleicht von einem schwedischen Einrichtungshaus, so 1 Meter Maßbänder, die es gibt. Stellt euch vor, dass ihr eines in der Hand habt und stellt euch vor, dass die maximale Lebenserwartung eines Menschen 100 Jahre sind. Macht jetzt etwas, denkt nach und sagt, naja, 100 Jahre will ich nicht werden, kann ich nicht werden, in meiner Familie sind es alle nur so und so viele Jahre alt geworden. Wie viele Jahre wollt ihr gut und glücklich leben? Und dann nehmt eine Schere und schneidet dort ab. Sind es 80 Jahre, 85, 90 oder 100 Jahre? Und dann nehmt die Schere und schneidet dieses Stück ab, das ihr bislang schon gelebt habt. Wie viele Jahre sind das? 30, 50, 60 Jahre? Und plötzlich erkennt ihr, ihr habt nur mehr ein mehr oder weniger kurzes Stück Restlebenszeit. Und wenn ihr dann überlegt, dass in den meisten Fällen, ich glaube nur 15% haben die Gnade, tot umzufallen und scheinbar gesund zu sein vorher, nur 15%. 85% haben eine Krankheitsperiode, eine Zeit, wo sie nimmer mehr so gut leben. Wenn ihr da 3, 4, 5 Jahre auch noch abschneidet, wie kurz ist das Stück? Und dann überlegt, will ich diese Zeit vergeuden oder will ich die Zeit nutzen? Und heute beginnt der Rest eures Lebens. Nicht morgen, nicht übermorgen. Die Zeit ist zu kurz, um Ausflüchte und Ausreden zu haben. Dieses kleine Stück habt ihr noch. Vielleicht ist es so. Denkt darüber nach, wie ihr diese Zeit nutzen wollt. Es geht nicht ums Geld. Es geht aber ums Glücklichsein. Was ist Glück? Glück ist nichts, das wir uns kaufen können. Es gibt genug Studien, die belegen, dass Leute, die einen Lottosechser haben, im Verhältnis zu jemandem, der querschnittgelähmt ist, nicht glücklicher sind. Dass sie nach 2 Jahren unglücklich sind. Dass viele Lottosechser-Gewinner ihr Geld am Schädel kaut haben und danach genauso oder noch stärker unglücklich sind als davor. Glück kann man nicht erzwingen, Glück kann man auch nicht konstruieren. Das ist das große Problem, das viele Leute zum Beispiel zu Weihnachten oder zu Ostern haben. Sie konstruieren sich ein Glückserlebnis und dann kommt der Onkel Franz und ist besoffen und die Tante Grete, die rät am Blödsinn und die Kinder sind schlimm und der Hund haut den Christbaum um. Alles kommt ganz anders und die Leute sind unglücklich, weil es nicht so ist, wie sie es vorgestellt haben. Und selbst dann, wenn die Realität genauso ist, wie sie es sich vorgestellt haben, sind sie unglücklich. Warum? Weil sie nicht überrascht werden. Weil es nicht besser als erwartet ist. Und das sind die Erfolgsgeheimnisse für Glücklichsein. Besser als erwartet und überraschend gut.
gut. Deshalb ist auch das Problem, wenn man essen geht und überrascht wird von der guten Küche, da ist man glücklich und zufrieden. Dann geht man wieder hin und will es wiederholen und plötzlich schmeckt es halt so, wie es zuletzt geschmeckt hat oder etwas schlechter. Und man ist unglücklich. Lasst euch überraschen. Wollt ihr wissen, was Erfolgsgeheimnisse und Erfolgsrezepte sind? Nun, dann will ich es euch sagen. Es ist die Neugier. Wissensdurstig durchs Leben gehen. Es ist die Offenheit. Offen für Neues, für Fremdes. Wir können nicht reisen, aber wir können natürlich auch unsere Umgebung entdecken. Spazieren gehen und mit offenen Augen durchs Leben gehen und uns überraschen lassen. Glücklich macht, wenn man nicht perfekt ist. Perfektionismus ist ein Zwang und der hindert uns daran, authentisch zu sein, so wie wir sind, herzlich und voller Begeisterung. Ich habe kürzlich bei Starmania ein Mädel gesehen, das war so perfekt, das hat trainiert mit Hanteln und mit Stimme und mit allem. Und dann war sie auf der Bühne und ihre jungen Augen, ihr hübsches Gesicht hat nicht gestrahlt, hat nicht geleuchtet. Warum? Weil im Kopf hat sie die Choreografie gehabt. Sie wollte perfekt sein und dabei hat sie auf Authentizität vergessen. Das ist das große Problem. Authentisch sein. Gemeinschaft macht glücklich. Schaut, dass ihr in Kontakt mit anderen Menschen tretet. Das ist schwer in Corona-Zeiten, aber spazieren gehen ist möglich. Leute im Freien treffen ist möglich. Von mir aus mit Maske spazieren gehen. Soziale Kontakte sind wichtig. Mutet euch anderen Menschen zu. Wenn ihr das Gefühl habt, einsam zu sein, ruft's an. Seid egoistisch. Meldet euch. Dann ist ein Glücksfaktor Lernen. Nie mehr Schule, keine Schule mehr ist ein deppertes Lied von Falco, das jedes Jahr zu Schulschluss gespielt wird. Denn wofür lernen wir? Nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Und jeden Tag können wir lernen. Wir wissen, dass unser Gehirn durch die sogenannte Plastizität in der Lage ist, auch im hohen Alter zu lernen. Die Gefahr ist, wenn Leute in Pension gehen und sagen, ich brauche nichts mehr tun, ich lehne mich zurück, dass sie verblöden. Die Demenz schreitet dann fort. Das ist wie ein Muskel, unser Hirn. Wenn der nicht trainiert wird, wenn der nicht angespannt wird und entspannt wird, dann verblödet man. Und drum steigen so viele Demenzzahlen nach oben. Die Leute sind durch die Frühpensionierungen immer früher ins Nichtstun geglitten und deshalb verblöden sie. Und lernen, Sprachen, andere Menschen kennenlernen, Fähigkeiten lernen, das macht die Menschen glücklich. Und das Wesentliche an der Sache ist, mit Optimismus ins Leben blicken. Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Bin ich Teil des Problems oder Teil der Lösung? Es liegt an dir, es liegt an euch, das zu beurteilen, diese Frage zu beantworten. Es gibt eine Umfrage unter den Österreichern, die wissen wollte, wer ist für ihre Gesundheit verantwortlich. Und die Antwort ist eigentlich erschreckend. Die Österreicherinnen und Österreicher meinten, dafür sei der Hausarzt oder die Krankenkasse zuständig. Ist es nicht entsetzlich, dass so viele Leute glauben, nichts aktiv für ihre Gesundheit tun zu müssen? Ich habe von der Eigenverantwortung schon gesprochen und genau die ist es, die für die Gesundheit zuständig ist. Doch es stellt sich die Frage, was ist Gesundheit? Gesundheit ist nicht nur das Fehlen von Krankheit, sondern der Zustand des, jetzt mache ich eine Klammer, völligen physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens. Das ist eine Definition der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 1948. Und das völlig habe ich deshalb in Klammer gesetzt, weil es völlige Gesundheit, völliges Wohlbefinden sicher nicht gibt. Es ist so ein Auf und Ab, so Schwankungen, Formschwankungen haben wir. Aber worum geht's dabei? Es geht um die physische Gesundheit, um die körperliche Gesundheit. Damit meine ich, alles, was unseren Körper ausmacht, Hände, Füße,
ich stelle mir immer für mich vor, das ist ein Tempel, es ist ein Gottesgeschenk und es liegt an mir, diesen Tempel möglichst gut zu erhalten. Wenn ihr ein schönes Haus geschenkt bekommt, dann ist es doch eure Aufgabe, es nicht verfallen zu lassen, sondern dafür zu sorgen, dass es halbwegs im Schuss ist. Das ist die körperliche Gesundheit. Die psychische Gesundheit, die mentale Gesundheit, die ist genauso wichtig. So viele Menschen haben psychische Probleme jetzt im Lockdown, immer mehr. Warum ist es so? Weil Corona und die Pandemie wie ein großes, wie eine große Lupe über die Menschen gestülpt werden. Und das, was im Argen zuvor war, wird jetzt vergrößert, kommt sehr stark zum Vorschein. Und seid froh, wenn ihr psychische Probleme derzeit habt und diese auch erkennt. Denn dann könnt ihr auch etwas dagegen tun. Wichtig dafür ist, auf der einen Seite, wenn es etwas gibt, dass man es medikamentös begleitet, aber noch wichtiger, dass man Psychotherapie macht. Psychohygiene, das ist so wie Duschen. Viele Leute fürchten sich vor allem, was mit Psycho zu tun hat. Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie. Dabei ist es so wichtig, dass wir schauen, dass unsere mentale, nicht sichtbare Gesundheit auch gepflegt wird. Und ein gesunder Boscher ist doch etwas Gutes. Jeder gehört zu einer Minderheit, jeder hat seinen Spleen, hat seinen Vogel. Wichtig ist, dass wir erkennen, wie wir ticken, dann können wir und andere auch besser damit umgehen. Und der dritte Teil ist die soziale Gesundheit. An die denkt man viel zu wenig. Da geht es um Diskriminierung im weitesten Sinne. Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, aufgrund der Nationalität, der Hautfarbe, der Sprache, der religiösen Gesinnung oder der sexuellen Neigung. Wir zeigen mit dem Finger und diskriminieren viele Leute, aber vergesst nicht, wenn ihr mit einem Finger auf andere Leute zeigt, drei Finger zeigen auf euch zurück. Was stört euch an euch selber? Wenn ihr das entdeckt im Sinne von Coaching oder Psychotherapie, Psychoanalyse, dann seid ihr einen weiteren Schritt zum Glücklichsein näher gekommen. Also keine Angst davor, tut etwas aktiv, nutzt die Gelegenheit, um glücklich zu sein. Als ich ein Bub war, sah ich eine Operettenübertragung im Fernsehen mit dem Rudolf Schock, einem großen Opernsänger der damaligen Zeit, und der sang aus der Operette Giuditta von Franz Leha, Freunde, das Leben ist lebenswert. Und das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Ich schätze, ich war 8, 9 Jahre alt, aber er hat so voller Inbrunst gesungen, Freunde, das Leben ist lebenswert. Und das Leben ist immer lebenswert. Denn was ich gelernt habe, durch die Begleitung von über 5000 trauernden Menschen, die in Gruppen oder einzeln zu mir kommen, sie vergleichen sich mit anderen. Sie vergleichen ihr Schicksal mit dem Schicksal von anderen Menschen. Und sie kommen dabei drauf, dass es anderen im Vergleich zur subjektiven Beurteilung durchaus schlechter geht als einem selber. Wenn ich den Viktor Frankl erwähnt habe, dann stelle ich mir das Leben und Überleben in einem Konzentrationslager als extrem schrecklich vor. Wenn ich an Marco Feingold denke, dann frage ich mich, wie hat er überlebt? Was war das Wesentliche? Und das habe ich ihn auch gefragt. Und er hat gesagt, ich habe ein Stück Speck bekommen und ich habe Schuhe geliebt. Und ich habe gewusst, ich muss auf meine Schuhe aufpassen. Und wenn er da gearbeitet hat, vor allem im Herbst und im Winter, wenn es nass war und regnerisch, dann hat er zwei Dinge gehabt. Er hat ein Zeitungspapier gehabt, das hat er heimlich irgendwo eingesteckt, und ein Stück Speck. Und die Zeitung und den Speck hat er eingewickelt und immer am Körper getragen. Nicht um ihn zu essen, sondern um mit dem Fett die Schuhe einzulassen. Egal wie müde er war, er hat gewusst, wenn die Schuhe kaputt sind, wenn die Sohle aufreißt, wenn ich bloßfüßig drinnen stehe, dann überlebe ich es nicht. Dann frieren die Zehen ein und dann werde ich erschossen oder ich werde aussortiert. Deshalb ist das Stück Speck überlebensnotwendig gewesen. Und das finde ich so faszinierend, dass er den Blick aufs Wesentliche gefasst hat und ans Leben und ans Überleben geglaubt hat. Denn das Leben ist schön, so schön, sang der Rudolf Schock in der Operette.
denkt nach, das wirkliche Leben ist schön, so schön. Genießt es, das wünscht euch der Thomas Nagy.